Für mich bedeutet Motorsport Vorsprung durch Technik. Das heißt, den Tag, wo man aufsteht und nicht besser ist wie den Tag davor, hat man eigentlich keine Chance zu siegen. Nach den Erfolgen der Quattro-Modelle in den 1980er Jahren, den Triumphen beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans und dem Engagement in vollelektrischen Formel E, hat Audi bei Rallye Dakar dieses Jahr den nächsten Schritt in der Elektrifizierung des Motorsports gemacht. Es gibt nichts Härteres als der Rallye Dakar. Das ist schmutzig, das ist lang, das ist dreckig, das ist nass. Aber das Gefühl, über die Sanddünen zu surfen und das mit voller Kontrolle und keine Ängste und mit Motorleistung, was immer da ist. Und am Ende muss ich sagen, Lust auf mehr ist extrem dazu gekommen. Ja, der Motorsport ist schon seit langem und auch noch heute ein Proving Ground für die Technologie, die auf der Straße zu sehen ist. Und am Schluss profitiert das Auto, das man beim Händler kaufen kann, genau von den Erfahrungen, die man im Rennsport gemacht hat. Und der Technologietransfer, der ist nach wie vor sehr, sehr wichtig und bei Audi auch, glaube ich, sehr gross geschrieben. Von unserem Dakar-Projekt sehe ich, dass das Extremste ist die Brake-by-Wire. Das heißt, wie viel Energie man rekuperiert in die Bremsphase. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt hier. Und alle diese Kleinigkeiten kommt ja irgendwann mal auch auf die Straße. Das finde ich eine extrem gute Basis für solche Projekte, dass man ein bisschen stolz sein darf auf seine Vergangenheit, aber man auch den Mut hat für neue Projekte. Das elektrische Antriebskonzept wird dominieren und das eröffnet so viele neue Türen. Und darum schaue ich da mit viel Vorfreude in die Zukunft.